Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays hier von der schönen Galgenberg-Bierbach. Vom letzten regelmäßigen Stream. Der nächste Stream wird dann sein, wenn wir bei der Pappelernte angekommen sind. Aber die 12 Monate bis dahin, wir haben ja letzten Monat erst angesät, die machen wir offscreen. So, was ihr mir jetzt mal sagen könnt, ist, wie sieht das aus mit dem Bild von mir hier beim Spiel? Lieber so oder doch lieber über die Minimap legen? Wir fahren nicht bei den Nachbarn aufs Feld. Trotzdem gereicht. Ja, schon über 24 Grad, war ja klar. Guten Abend, Dieter! Ich muss jetzt zum nächsten Mal auch wieder die Zeit nehmen, wieder mal so ein paar Modding-Videos für Anfänger zu machen. Jetzt ist schon wieder eine Zeit lang her, ne? Aber es war einfach viel zu tun. Ich bin ja froh, dass ich zum Streamen gekommen bin. Dafür liegen wir mit TerraLife jetzt endlich in den letzten Zügen. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann können wir endlich einreichen. Bei Fahrgassen ist ja dann die Frage zum Beispiel, welche Arbeitsbreite deine Feldspritze hat und welche Arbeitsbreite deine Sämaschine. Ja, das ist schon klar, aber. Wie gesagt, ich habe noch nie wirklich mit. Das sieht man ja nichts, ne? Kannst du machen, was du willst? Ich habe ja noch nie so wirklich damit gespielt, außer mal bei, als ich zu Gast bei Uwe war. Gucken, ne? Das ist ja nun nicht wirklich selbst damit spielen, ne? Also ich meine, unsere Standard-Sämaschine hat 12 Meter, meine ich. Wobei, ob wir die tatsächlich auf dem neuen Spielstand machen, ne? Also hier unsere Einzelkorn hat 12 Meter. Aber wir werden am Anfang wahrscheinlich auf tatsächlich erstmal auf Vanillamaschinen zugreifen, ne? So, das heißt hier Düngerstreuer 42 Meter ist eigentlich zu viel. Ne? Aber fangen wir mal an mit das machen wir jetzt erstmal hier. Wo ich hier nachher Tempomat abschalten, wenn wir am Ende sind. So, wenn ich jetzt hier mal in die Sätechnik gehen, werden wir wahrscheinlich mit 6 bis 12 Metern arbeiten. 6 oder 12 oder sowas. Ne? Und dann, ne, kann auch sein, dass wir hier mit 8 arbeiten oder hier mit 6. Natürlich nicht verkehrt, weil die ist auch noch Direktsaat, ne? Oh, das sind sie beide. Wir haben natürlich auch noch hier
6 Meter Direktsaat. Die war so laut ist. Ne? Oder wir gehen auf 12 Meter. Wir haben ja alles zur Verfügung, ne? Also wir können ja so gut wie mit allem arbeiten. Also die 15 Meter werden wir wohl nicht benutzen. Ne? Schwieriger wird es dann schon bei der Einzelkorn. Weil Vanilla Direktsaat eigentlich nur die 12 Meter. Und da wird es schwierig. Ne? Weil es gibt gar keine 6 Meter Direktsaat. Ne? Insofern. Oder man muss eben tatsächlich wieder in Mods gucken, welche Mods sind Direktsaat oder, wie ich das hier gemacht habe, uns selbst eine anpassen. Ne? Die ist ja auch 12 Meter Direktsaat. Ne? Aber ich finde die halt wesentlich schicker und kompakter als die hier. Oder die hier. Die hat ja sogar schon 18 Meter. Das muss echt nicht sein. Ne? Hier die. Wir könnten natürlich auch die Horsch Maestro nehmen. Die ist auch Direktsaat. Dann ist sie nicht, aber ich kann sie mir in Direktsaat anpassen. Na, so, wenn man auf 12 Meter geht mit den Fahrgassen, dann glaube ich, sollte man 12, also entweder 18 oder 24 Meter. Spritze haben. Das heißt, wir brauchen dann eine Spritze. Oh, guck mal, 24 Meter. Das ist doch super. Ja, doppelte Arbeitsbreite. Fährt man nur jede zweite Reihe. Na? Und ganz ehrlich, für die Giftspritze reicht das. So, für einen Düngerstreuer. 42 Meter ist echt viel. Ja, das wären dann 12, 14, 36, 3,5 Bahnen, die das Ding streut. Kannst du aber nicht vernünftig aufteilen, also so, nimmst du so ein Bredal. Ah, hier, Streuteller. Auf 18 Meter. Naja, auf 18 Meter, dann macht er ja auch nur 3 Meter rechts und 3 Meter links mehr. Ne, 18 Meter geht gar nicht. Muss dann schon 24 sein. Also man muss dann schon auf 24 Meter gehen. Oder eben auf 12. Na, das heißt, der Bredal hier mit 12 Meter, den könnte man machen. Der hier wird zu groß sein, weil wir werden ja nur kleine Traktoren benutzen. Ein Teufelskreis. Denn wir wollen ja auch auf normale Traktoren. Das heißt, ja, diese Traktoren, die wir aktuell haben vom Spencer, die sind natürlich toll. Man sollte auch den richtigen Knopf drücken, ne? Stehen da. Vor allen Dingen, damit die interne Leistungsanzeige zum Beispiel beim Xerion anzeigt 2800 PS. Wie viel PS hat es tatsächlich? Wir wissen es nicht.
Der kleine Xerion hier wird es wahrscheinlich auch schaffen. Auch wenn mich dieser Balken hier tierisch nervt. Ja, aber der Fahrgassenmod, der verträgt sich ja, glaube ich, nicht so gut mit dem Enhanced Vehicle. Na, da ist der GPS-Mod besser geeignet, glaube ich, war das, ne? Ja, es wird auch immer lustig. Also wir haben uns ja selber schon mal gesagt, wir machen uns eine Grenze von 200 PS. Das heißt, hier die meisten mittleren können wir noch problemlos nutzen. Gut, wenn jetzt unbedingt einer einen T-Avaltra haben will, ne, einen kleineren, dann ist das, geht das natürlich, ne, aber ne, vielleicht wird es dann auch so ein Valtra. Ne, ich will auf jeden Fall was mit der Rückfahreinrichtung. Der BB-Mod wird wahrscheinlich wieder kommen, weil wir den BB-Mod, also dieser Balken mehr, weil der ist einfach knuffig. Das finden wir. Abend Java. Ach, hatte ich gerade übersehen. Tut mir leid. War keine Absicht. Abend Zeigebäcker.
Also ich habe immer noch das Gefühl, ich rutsche auf diesem, trotz dieses Kissens, immer wieder runter. Ja, Karotten. Was sagt denn unser Feld hier unten? 93% und 99%. pH-Wert. Ah, das liegt bestimmt an diesem blauen Streifen, der immer noch da ist. Aber wir haben ihn jetzt schon von 8 auf 7,25 runter und mit jeder Ernte wird das natürlich besser. Ja, so haben wir auch so einen Streifen drin. Ja, das Einzige, was es sonst noch so Neues gibt, ist, ich habe diese White Vehicle Dinger vom Spielstand genommen. Einfach weil auf der 16-fach-Karte werden wir sie nicht benutzen und die sind einfach für die Felder hier auf der Galgenberg nicht so gut geeignet. Ja. Nicht, weil sie jetzt schlecht sind, sondern einfach, weil sie hier nicht gut geeignet sind. Ja, was der Stefan noch gerne hätte, ist ein Unimog. Haben wir schön gesehen jetzt hier auf der 100-Jahr-Feier von Würselen. Hat unser Oldtimer-Autos- und Landmaschinenausstellung bei uns auf der Hauptgeschäftsstraße. Aber gibt es überhaupt schon einen vernünftigen für den LS? Also für den LS22. Im Mod-Hub. Ah, schon wieder zu spät. Naja, ich glaube, den habe ich gesehen. Welches Gerät wir aber auf jeden Fall noch was schwebt da eigentlich Schwarzes auf Schulterhöhe neben dir? Das hier? Das ist der Mikrofonarm, da hängt das Mikrofon dran und darüber laufen dann die Kabel vom Headset, damit das nicht immer unten unter die Räder kommt.
Wenn ich hier fertig bin mit dem Schreibtisch umbauen, muss ich mal gucken, wo ich das Ding hinpacke. Vielleicht lasse ich es dann so von oben runterkommen. Also die schicksten Oldtimer, die ich bis jetzt gesehen habe, sind tatsächlich von FBM Modding. Wobei mich ja stört, dass sie sich nicht mal an die Namenskonversion des LS halten können. Von Wermutstropfen. Toll. Jawohl. Generalfeldmarschall Schluppe. Wobei, du hast schon lange keine Schlupfen mehr geworfen. Aber das gehört dir vielleicht auch nicht hin. Aber auf YouTube, ich danke fürs Reinschalten. Hier werden wir bestimmt noch eine ganze Folge mit beschäftigt sein. Und in der Zeit können wir auch keine Nahrung zu Kuhstall fahren, weil wir können nicht springen. In diesem Sinne, gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten. Bis dann und tschüss.